Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Ark Survival Ascended auf der Map The Island. Ich grüße euch. Leute, in der letzten Folge haben wir angefangen, unsere Hütte zu bauen. Bevor ich die aber weitermache, muss ich wirklich erstmal ein paar Ausflüge machen, um an bestimmte Rohstoffe ranzukommen. Weil das große Problem ist, wir brauchen ja für weitere Gerätschaften zum Beispiel so Sachen wie richtig viel Metall oder zum Beispiel auch Obsidian. Hast du nicht gesehen? Also sehr viele Sachen auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, machen wir heute mal einen kleinen Ausflug. Ich schnappe nämlich jetzt gleich meinen Ankylo und dann geht es nämlich erstmal auf Rohstofffarmen-Tour, so in der Art. Ich habe mir nämlich gedacht, dass das heute ein wirklich sehr sinnvoller Schritt wäre, weil ich will nämlich dann meine Schmelzen nämlich auf Dauer laufen lassen. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen Metall, ja, das kommt in die Schmelzen rein. Wir brauchen auf jeden Fall dann eine Menge Holz, damit sie auch weiterhin laufen. Leute, also, wir haben genug zu tun. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu machen. Wie gesagt, ich packe mir jetzt meine Tierchen ein, die ich brauche. Dann muss ich mal kurz gucken, da ist der Ankylo. Hast du noch was drin gehabt? Bärchen hast du noch drin gehabt, okay, alles klar. Warte mal, die Bärchen nehme ich mal raus. Ja, aber du kriegst sie wieder, versprochen. Versprochen. So, und dann muss ich erst mal sehen, dass ich jetzt hier den Klumbatsch rausschmeiße, den ich noch hier drin habe. Deswegen tue ich nämlich jetzt erstmal hier wieder die Rohstoffe raus. Holy shit, habe ich da viel Zeug, ey. Ja, holy moly. Okay, dann habe ich das schon mal raus. Okay, dann tue ich erstmal hier wieder dran gehen. Da kommt nämlich jetzt erstmal hier wieder das Gammelfleisch rein. Dann können wir mich hier gleich wieder Narcotics nämlich weiterlaufen lassen, ne? Dann läuft nämlich dann. Dann tue ich erstmal hier die Strukturen raus, die ich jetzt nicht brauche. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir ja das Inventar schon fast leer, ne? So, pass mal auf. Das tue ich jetzt mal hier reinschmeißen. Oh, warte mal, da war ja noch was drin. Ja, Dankeschön, nehme ich doch gerne mit. Hier ist auch noch Fisch. Da ist noch das, da ist noch das. Na bitte, es läuft doch, Leute. Es läuft doch. So, pass mal auf. Jetzt kommt erstmal das hier rein. Ja, dann können wir das hier auch gleich nochmal starten. Sehr schön, und dann läuft die Sache. Was wollte ich jetzt nächstes machen? Ankylo einsacken, ganz genau. So, pass mal auf. Dafür habe ich ja meine coole Gun mittlerweile. So, flupp, dich habe ich. Danke. Und dann... Ich glaube, ich habe den Agentavis noch nicht leer gemacht. Mann. Okay, warte mal ganz schnell. Rohstoffe. So, das hier. Das organische Polymer habe ich auch noch nicht verwendet. Mann, was bin ich für eine Pfeife? Das gibt's doch nicht. Okay, warte mal. Die Bären, die kann ich ja hier rausschmeißen. Das ist egal. Die Pfeile, die nehme ich rüber zu mir, weil die kann ich immer mal gebrauchen. Okay, okay, okay. Bären raus mit. Ja... Ja, ist halt alles gerade ein bisschen kacke, ne? Alles ein bisschen kacke, aber egal, kriegen wir hin. So, okay, Leute. Dann habe ich jetzt die Sachen am Start. Das heißt, nochmal ganz schnell hier dran. Schnell die Rohstoffe raus. Dankeschön. So, und dann machen wir uns auf die Socken, Leute. Weil, wie gesagt, jetzt warte ich nicht mehr lang. Weil sonst würde das alles zu lange dauern. Und zwar, es gibt da hinten auf der Seite, wo der Vulkan ist, noch einen weiteren Berg. Das ist immer so ein richtig guter Rohstoffberg, weil dort gibt es nämlich auch... Metall, es gibt dort Obsidian, es gibt Kristall, also da gibt es haufenweise Zeug. Und das Zeug will ich mir heute holen. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal nach oben fliegen. Wo ist der Vulkan, bitte? Machen wir bitte die Map auf. Der Vulkan ist da, ja, in die Richtung. Und wir wollen aber dorthin. Also dort in die Richtung. Dort ist der Vulkan. Man sieht da oben den Krater und daneben ist noch ein Berg und zu dem wollen wir hin. Also, da, die Richtung dort. Da sieht man, ist das der? Ne, das ist der da. Man sieht ihn gerade nicht so gut. Leute, aber ich fliege mal ganz schnell dorthin. Leute, noch ganz kurz, ich bin ja nicht doof. Ja, ich bin ja nicht doof. Ich gehe natürlich her und nehme natürlich hier mir die Airdrops mit. Weil hier ist ein wunderbarer Airdrop. Ich sehe jetzt auch gerade hier kein Tier, was uns gefährlich werden könnte. Deswegen schaue ich mal ganz schnell hier rein, was hier so drin ist. Ja, Leute, hier, guck mal, das nehmen wir doch mit hier. Sag mal, das kann ich doch nicht hier drin drinnen lassen. Geht doch nicht, ne? So, jetzt erstmal schnell wieder nach oben und dann gucken wir mal ganz schnell, was wir dort genau gekriegt haben, ne? Ja, damit wir safe sind. So, pass mal auf. Also, wir haben gekriegt auf jeden Fall wieder ein bisschen Polymer. Wir haben hier eine Flakrüstung bekommen. Warte mal, gehen wir mal auf die Dings hier. Hier mit 841. Leck mich am Arsch. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Dann haben wir hier einen Blueprint bekommen, in überragend, für die Pelzmütze. Ja, dann haben wir auch schon eine Hose bekommen. Wir haben hier ein paar Sprengsätze bekommen. So, und wir haben hier schon eine Taucherhose. Die hat zwar nicht besonders viel, ja, aber die brauchen wir nicht viel haben. Die ist ja nur fürs Tauchen. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Ich liebe Geschenke. Ja, bin ich ehrlich. Ich liebe Geschenke.
Wenn mich Ark so sehr beschenken möchte, sage ich da nicht nein. Ja, und guck mal, da ist schon der nächste Loot Crate. Den holen wir uns jetzt auch mal ganz schnell, oder? Den können wir jetzt auch nicht stehen lassen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Das wäre doch schad rum, oder? Guck mal, da versammeln sich schon die Alos. Ja, die Alos. Was haben wir denn da? Okay, alles klar. Uhu. Hallo, hallo. Ich liebe es immer wieder. Immer wieder. Ja, 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 ist in Ordnung. Hier, komm, wechsel. So. In der Hoffnung, dass sich der Aufwand jetzt gelohnt hat. Ja, und dass wir hier was Ordentliches rausbekommen. Oh, pass mal auf. Was haben wir jetzt hier drin? Komm her. Da, Strukturen. Naja. Aber wir haben es mitgenommen, Leute. Wir haben es mitgenommen. Das sind dann auf jeden Fall schon mal Strukturen, die wir selber nicht bauen müssen. Ne? Das ist doch schon mal auch was. So, da bei der Vulkan, da müssen wir hin. Und da bei dem Berg, wo wir hin müssen, ist natürlich auch schon ein Airdrop. Lohnt sich, oder? Ha, herrlich. Leute, hier ist ein Quetz 145. Das würde sich normalerweise jetzt lohnen. Das wäre jetzt normalerweise genau mein Ding. Aber, nö. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, ne? Ich meine, ein Quetz 145 würde ich jetzt normalerweise nicht nein dazu sagen. Ja, weil ein Quetz kann auch wirklich sehr praktisch sein. Aber wir lassen das jetzt erst einmal ruhen. Ja, das machen wir später irgendwann. Weil wie gesagt, jetzt will ich jetzt den Berg hin, jetzt will ich mir meine Rohstoffe holen. Aber bevor wir mit den Rohstoffen anfangen, gucken wir erst einmal, was hier drin ist. So, hoffentlich sind wir hier gerade alleine. Hoffentlich ist hier nichts Böses los gerade. So, was haben wir hier drin? Ja, das sind noch Sachen, die können wir auch gut gebrauchen, oder? Läuft, Dankeschön. Und Zement nehme ich zum Beispiel immer gerne mit. Zement, überhaupt kein Problem. Ha, herrlich. So, mein liebes Vögelchen. Jetzt gehen wir da oben auf den Berg. Dann holen wir den an Kilo raus. Ja, und dann wird der Berg einmal hier abgefarmt. Weil wie gesagt, ihr habt hier unheimlich viel Zeug. Ja, wie gesagt, hier gibt es Metall, hier gibt es Kristall, hier gibt es Obsidian, also... Läuft. So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier halbwegs irgendwo safe sind. Ich muss erst mal gucken, macht hier irgendwas an Tierchen rum, die uns auf den Sack gehen könnten? Nein? Okay, alles klar. Sehr schön. Okidoki. Jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir hier einen ordentlichen Platz zum Hinsetzen? Hier können wir uns hinsetzen. Alles klar. So, dann brauche ich den Ankylo. Ankylo, wo bist du? Da ist er. So, komm mal her. Dankeschön. Ach, ich liebe es, Leute. Ey, fang nicht ohne mich an. Was stimmt nicht mit dir? Wo bist du hin? Da ist er. Hallo? Ankylo? Ey. Was ist denn jetzt los? Was stimmt denn jetzt nicht? Ich bin in einer Spalte drinne. Dirk, du warst in einer Spalte. So, okay, alles klar. Pass mal auf hier. Jetzt räumen wir mal hier ein bisschen auf, ne? So. Leute, ich werde jetzt mal hier ordentlich abfarmen am Berg. Ja, sollte irgendwas Unverhofftes passieren oder so, dann hole ich euch natürlich gerne dazu. Ansonsten gucken wir dann gleich, was wir dann hier so zusammengefarmt haben, ne? Also Leute, ich glaube, das kann sich bis jetzt eigentlich ganz gut sehen lassen, oder? Ich meine, Metall habe ich schon so ein bisschen was zusammenbekommen. Stein, Kristall, ich habe sogar hier noch ein bisschen Holz jetzt mit drin. Obsidian habe ich auch schon mit drin, obwohl es leider nicht sehr viel Obsidian ist. Ich habe gedacht gehabt, es würde da ein bisschen mehr geben, aber egal. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal sehen, dass ich da wieder zum Vogel zurückkomme, weil hier sind lauter Klippen, es sind Felsen, es ist alles hier uneben. Was ja eigentlich richtig geil ist. Ich meine, es soll ja auch nicht so einfach sein. So, dann musst du jetzt gucken, dass man da wieder irgendwie hochkommt, ne? Was natürlich dann ein bisschen schwierig ist. Ja. Das ist ja jetzt die Frage. Wie komme ich zurück zu meinem Agentavis? Weil der steht irgendwo da oben. Zu dem muss ich irgendwie zurückkommen. Okay. Das wird jetzt ein Akt, du. Das wird ein Akt werden. Hä? Ich guck mal, ob ich einen Weg finde, Leute. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Oh, ja, wir kommen hoch. Ja, okay, alles klar. Ja, gut. Gut. Guck mal, hier ist sogar noch ein bisschen Metall, was wir mitnehmen können. Auf dem Weg. Haha. So, haben wir das auch mit dabei. So. Muss ich nur gucken, ob ich hier... das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Lulululululu. Das war jetzt eine knappe Geschichte, du.
Das war jetzt eine bös knapp Geschichte. Aber egal, wir haben es geschafft. So, okay, alles klar. Komme ich jetzt hier auch wieder hoch? Guck mal, wir sind wieder beim Agentavis. Wir sind wieder beim Agentavis. Yay, Leute, es läuft. Ah, ist doch Wunderbärchen, oder? So. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Agentavis überhaupt schafft, jetzt den Ankylo zu tragen. Weil das Problem ist, ich kann ihn jetzt nicht einpacken. Oh, funktioniert das? Oh, shit. Oh, shit. Ja, das war jetzt ein Satz mit X, ne? Das war ein Satz mit X. Okay. Okay, anscheinend kann ich dann leider nicht alles mitnehmen. Das heißt, ich muss auf bestimmte Sachen dann verzichten. Okay, Ankylo, wir gucken mal, auf was wir verzichten können. Dann lasse ich die ganzen Steine hier, würde ich sagen, oder? Lassen wir die Steine am besten da. Weil, wie gesagt, Steine können wir uns jederzeit holen. Das wäre jetzt nicht das Übel. Außerdem will ich mir auch noch einen Dödi holen. So, guck mal, haben wir das hier raus. Ah, okay. Schaffen wir es jetzt? Ah. Ja, das schaffen wir. Sehr schön. Jetzt läuft die Sache. Okay, Leute. Noch einfacher wird es natürlich dann, wenn wir den Teleporter haben. Der dauert aber leider noch ein bisschen. Ja, dann müssen wir erst noch gucken, dass wir das Zeug zusammen dafür kriegen. So, aber jetzt, wie gesagt, geht es erstmal zurück. Und dann schauen wir mal, was dann so in die Schmelze reinpasst. Jetzt kann ich umladen, Leute. Jetzt kann ich das Inventar leer machen. Ah, jetzt sollten wir aber dann auch mal genügend Vorrat haben. Wie gesagt, ich brauche dann gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Und dann kann ich nämlich die Schmelze nämlich anschmeißen. Und dann sollte die Sache eigentlich laufen. So, pass mal auf. Die muss ich jetzt erstmal hier hinstellen. Weil ich muss ich ja gleich erstmal entladen. So, pass mal auf. Ich gucke jetzt mal gerade. Warte, ich guck mal. Ich guck mal. So, okay. Metal, Ankylo. Der hat 16.300 drin. Das heißt, ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal 8.000. Würde ich schon mal hier reinmachen. Flupp, Dankeschön. So, dann mache ich nämlich den Rest mich dann jetzt in die andere Schmelze rein. Damit ich nämlich dann hier gut verteilt nämlich das Zeug drin habe. So, Metall. So, Ankylo. Machen wir jetzt hier noch den Rest. Pull, Dankeschön. So, seht ihr, dann haben wir jetzt hier mehr als genügend Metall drin. Sehr schön. Okay. Jetzt gucken wir mal. Haben wir noch ein bisschen Holz auf Lager? Wood. Okay, ich mache jetzt folgendes. Ich hole mal hier 1000 aus der Smithy. So, Pull, Dankeschön. Dann kann ich mich hier schon mal anschmeißen. So, und dann holen wir noch hier auch 1000 aus der anderen. So, das war jetzt hier da aus der Box. So, Pull, Dankeschön. Ah, und dann können wir das hier auch anmachen. So, und dann läuft die Sache. Ne? Ich meine, das wird jetzt Ewigkeiten dauern, bis dieses Metall durchgelaufen ist. Ich glaube, die nächsten 5 Folgen, die ich aufnehmen werde, ja, und dann noch zwischenzeitlich, wo ich dann ja noch Vorbereitungen mache, da wird das Zeug noch durchlaufen, Leute. Da wird das auf jeden Fall noch durchlaufen. Das dauert jetzt erst einmal. So, mein lieber guter Ankylo, ja, du hast jetzt hier richtig viel Zeug drin, ne? Ich werde jetzt mal hergehen. Ich hole jetzt mal das Feuerstein raus. Weil damit habe ich nämlich jetzt einen Plan. Weil da tue ich nämlich jetzt hier in den Mörsern ins Dösel rein. Pass mal auf hier. So, und dann habe ich bestimmt auch noch irgendwo Steine rumfliegen. Wette ich mit euch. Haben wir noch Steine hier drin? Natürlich haben wir noch Steine hier drin. Guck mal. So, haben wir hier auch noch was an Steine drin? Nö. Alles klar. So, dann lasse ich mich wieder Zündpulver vorlaufen. So, pass mal auf. Da sind die Steine. So, dann lass mal mal durchlaufen. So, okay. Leute, jetzt habe ich aber noch einen Plan, was ich noch machen muss. Ich bräuchte jetzt tatsächlich Trilobites. Ich kann noch nicht unter Wasser. Ja, ich habe noch kein Unterwassertier. Ansonsten würde ich mich Eurypteriden würde ich mich dann jagen, weil die geben nämlich auch sehr gut schwarze Perle und Chitin. Sondern, wie gesagt, ich muss jetzt leider hergehen und muss auf die Trilobites zurückgreifen, die auch manchmal am Strand rumlaufen. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal schnell mit dem Agentavis los. Mal gucken, ob wir irgendwo welche finden. Für die Leute, die nicht wissen, was ich mit Trilobite meine, das sind die hier. Das sind diese krebsartigen Tierchen. So, und da kriegst du mich richtig gut Zeug raus. So, und zwar habe ich aber nämlich jetzt bekommen Chitin, Öl, Fleisch, schwarze Perle und Siliziumperle. So, und genau das sind die Rohstoffe, die ich nämlich brauche. Ja, diese da.
Die werden gebraucht. So, ich habe zwar auch wieder die Mods drauf von der Nähe mit den Seeds, ja. Aber wie gesagt, ich will das nicht zu früh anfangen. Erstmal muss ein bisschen Arbeit investiert werden, ja. Damit wir hier auch ein bisschen uns das verdient haben. So. Und jetzt, wie gesagt, bin ich jetzt hier gerade am Strand unterwegs. Ich gucke jetzt, was ich hier so finde von den Sachen. Beziehungsweise von den Trilobites. Ja, und ich hoffe, dass ich da so ein paar zusammenbekomme, damit ich nämlich dann gut Rohstoffe habe. Wie gesagt, ich werde jetzt mal ein bisschen rumfliegen. Ich sammle mal ein paar. Und sobald ich damit fertig bin, zeige ich euch dann mal, was ich davon dann schon im Inventar habe. Oh, Leute, ich habe was entdeckt. Da ist ein Alpha Raptor. Yay. Den nehmen wir mit. Ja, ist in Ordnung. Hau ab. Hau ab. Hau ab jetzt. Meiner. Was stimmt nicht mit dir? Eieieiei. So, habe ich Alpha Raptor Klaue gekriegt? Ich habe die Alpha Raptor Klaue. Leute, das hat sich auf jeden Fall jetzt rentiert. Weil das ist nämlich cool. So, pass mal auf. Jetzt hat mein Vögelchen mir ein Läppelchen gekriegt. Das machen wir natürlich gleich mal auf Gewicht drauf. Weil gewichtsmäßig haben wir es gesehen beim Ankylo. So, und dann habe ich natürlich... du musst ja hier auch vorbeikommen, ne? Sag mal, was stimmt denn mit dir? Was bist denn du für ein Dödi 75? Aber der ist schon beschädigt. Das ist natürlich schlecht, ne? So, da ist ein Kilo 105. Ich habe einen besseren. Ich habe einen 145er gefunden. Aha. So, okay. Warte mal, wie sieht es jetzt hier aus? Okay. Nichts Neues in der Welt. Okay, alles klar. Tja, ich bin immer noch auf der Suche nach den Trilobites. Ich habe zwischenzeitlich schon wieder welche gefunden. Ja, aber ich habe mir gedacht gehabt, oh sorry, aber jetzt hier, den musst du mitnehmen. Hier, guck mal, hier gibt's Chitin. Lob. Den, das nehmen wir mit. Das lasse ich nicht stehen, Leute. Das lasse ich definitiv nicht stehen. Also zurück, meine ich. Nicht stehen, sondern zurück. Hallöchen. Na, guck mal hier. Ich möchte gern euer Chitin haben. Dankeschön. Läuft. Also, Leute, mit so einer Aktion ist Zement dann auch gesichert, ne? So, aber jetzt suche ich erstmal weiter. Okay, Leute, wo wir jetzt schon gerade da sind und wo ich das jetzt gerade entdeckt habe, sorry, aber da kann ich nicht anders, ja? Da gehen wir jetzt definitiv her und nehmen uns da auf jeden Fall ein paar mit. Weil vielleicht haben wir das Glück und kriegen nämlich dann auch die Rohstoffe zusammen für den Teleporter. Obwohl ich da, sag ich mal, gerade ein bisschen zwiegespalten bin, weil das große Problem, was ich hier habe, ist, dass ich erst einmal Elektronik herstellen muss. So. Nur aufpassen, dass die mir hier nicht runterfallen. Das wäre nämlich schlecht. So, dann machen wir auch mal welche rum. So, wie viel haben wir jetzt da zusammen? 83, immerhin, Leute. Immerhin. Oh, guck mal, hier sind ja noch mehr. Ja, holy shit, ey. Es tut mir auch wirklich sehr leid, dass ich das mache. Ja, bitte versteht das nicht falsch. Ja, das ist Nutzen. Ist ja nicht so, dass ich das aus Spaß mache. Ich brauche ja die Rohstoffe, Leute. Ich brauche ja die Rohstoffe. So, okay. Aber jetzt, wie gesagt, hier geht es weiter. Weil sonst vertrödeln wir hier die ganze Zeit und es geht nichts vorwärts, ne? So, deswegen, ich suche nochmal weiter. Ich finde bestimmt noch irgendwo dann ein paar Trilobites am Strand, ja? Und dann haben wir genügend Zeug zusammen. Warte mal, wie viel war das jetzt gewesen? Wir hatten jetzt schon 25 Siliziumperlen und 5 schwarze Perlen. Immerhin, Leute. Immerhin. Leute, ich bin jetzt einmal um die ganze Insel geflogen. Ich habe leider nichts mehr gefunden, was aber auch keine Tragödie ist. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen was gesammelt. Wir haben ein bisschen was zusammenbekommen. Deswegen sollte uns das dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen helfen, ne? Wie gesagt, die Hauptsache für mich ist, dass die Schmelzen jetzt arbeiten,
weil da ist jetzt ordentlich Stuff drin und ich muss es halt demnächst so machen, wenn ich dann unterwegs bin, alles mitnehmen, was irgendwie geht. Das heißt, egal was mir über den Weg läuft, es wird dann alles mitgenommen. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell ins Inventar rein, was wir da drin haben. Also, ich habe jetzt zusammenbekommen, über 500 Chitin habe ich zusammenbekommen, ich habe 5 schwarze Perle, ich habe 25 Siliziumperle. So, das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal gut was bekommen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge hergehen, werden dort auf jeden Fall dann erstmal ein bisschen Elektronik herstellen, werden dann schauen, dass wir die Materialien zusammenbekommen, weil in der nächsten Folge möchte ich es gerne so machen, dass ich den Teleporter habe, die Fernbedienung und vielleicht sogar 2 Dino-Tracker, damit ich wenigstens die wichtigsten Tiere damit ausstatten kann. Die wichtigsten Tiere wären in dem Fall zum Beispiel einmal der Ankylo und einmal der Argentavis. So kann ich nämlich jeweils immer die Tierchen dann zu mir rufen, was die Sache dann ein bisschen einfacher machen würde. So, Leute, aber leider sind wir jetzt mit dieser Folge auch schon wieder am Ende. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Denkt daran, kommt in den Livestream, würde mich auf jeden Fall freuen, auf Twitch. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, als habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein!